Ja, dann wie immer ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Pressekonferenz, Ausblick, die Spieltage 41 und 42, die vor der Tür stehen. Andi, die erste Frage wie immer an dich. Das letzte Wochenende noch mal kurz Revue passieren lassen. Zwei wichtige Punkte in einem tollen Spiel gegen die Dresdner Eislöwen geholt, die wir zuvor ja auch eigentlich gute Spiele gegen die gemacht hatten, aber nicht punkten konnten. Und am Sonntag gab es in Freiburg dann eine 5:2 Niederlage. Würdest du die beiden Spiele für uns Revue passieren lassen, bitte? Ja, am Freitag war auf alle Fälle ein sehr hochklassiges Spiel, sehr hohes Tempo von beiden Mannschaften, wo wir auch sehr, sehr gut gespielt haben, auch gut dagegen gehalten. Und ich glaube, gerade im letzten Drittel, glaube ich, haben wir auch die Oberhand gehabt und da verdient noch den Ausgleich geschossen. Wir hätten sogar noch das Spiel gewinnen können, regulär. Aber man, am Sonntag muss man halt dann sagen, man haben wir zum ersten Mal gesehen, dass man ein bisschen ja, von den letzten Wochen eben bei den Verteidigern auch. Weil wir haben jetzt seit über 3 Wochen lang mit 4 Verteidigern gespielt. Dieses Wochenende mit 5 Verteidigern. Und war zum ersten Mal, wo man gemerkt haben, wo wir ein bisschen überfordert waren. Aber man muss natürlich auch zugeben, Freiburg hat hervorragend gespielt. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. War lange ein enges Spiel, aber die haben die entscheidenden Situationen genützt. Und ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen auch dann verdient gewonnen. Aber wir haben alles gegeben. Wie gesagt, wir haben vielleicht nicht unseren besten Tag gehabt in Freiburg, aber ich muss auch sagen, eben auch von den Kräften her eben ein bisschen von den letzten paar Wochen. Aber trotzdem, die Jungs haben alles probiert und wir haben nie einen besseren Gegner verloren. Danke, Andi. Die nächste Frage geht an dich, Max. Auch aus deiner Sicht die zwei Spiele, das Heimspiel, was wirklich toll war gegen Dresden, dann endlich auch gegen gewonnen, dann auch mal ein Penaltyschießen gewonnen. Ich denke, das gibt euch auch Selbstvertrauen. War ja lange Zeit nicht der Fall. Und dann eben das Spiel in Freiburg. Ja, also ich kann mich im Großen und Ganzen eigentlich nur anschließen, was der Andi schon gesagt hat. Freitag, ja, das Penaltyschießen gibt auch dem Stefan Feiß wieder Aufschwung, weil er hat jetzt in letzter Zeit eben kein Penaltyschießen mehr gewonnen, aber auch den Spielern, die dann das Tor machen, also Graceland zum Beispiel. Und Sonntag, ja, kann ich mich auch wieder nur anschließen. Da hat einfach dann die Kraft und die Konzentration gefehlt. Und das haben dann gute Freiburger ausgenutzt, unsere Fehler dann. Andi, nächste Frage wieder an dich. Wir haben ja aus Freiburg auch einen Verletzten mitgebracht. Der Jere hat sich verletzt. Jere Laksonen, der André Posewil war noch nicht dabei. Wie sieht es da aktuell aus mit den beiden? Beim André ist so, ja, gestern zum ersten Mal trainiert. Also ich hoffe, dass das bis Freitag auch funktioniert und bleibt auch. Das ist natürlich gut, wenn man am Freitag mit 6 Verteidigern spielen kann. Bei Mieri schaut es so aus, er wird ziemlich sicher am Freitag nicht spielen. Wir werden alles versuchen, dass er vielleicht am Sonntag spielen kann. Dann der Christoph Kiefersauer wäre nochmal da, der ist aber krank. Schaut auch eher so tendenziell aus, dass er am Freitag nicht da ist. Müssen wir mal schauen, vielleicht für den Sonntag. Ja, das müssen wir schauen, alles was wir haben. Wenn wir mitnehmen und unser Bestes versuchen. Ja, dann sind wir auch schon bei den Gegnern. Am Freitag geht es zum amtierenden Meister nach Kassel. Wenn wir an das erste Spiel in Kassel zurückdenken, haben wir keine so guten Erinnerungen, aber an alles, was glaube ich danach so passiert ist. Was denkst du, was in Kassel möglich ist für uns? Ja, es ist in jedem Spiel was möglich. Mit Sicherheit ist in Kassel sehr schwer zu spielen. Wir haben 4 sehr, sehr gute Sturmreihen. Ist der amtierende Meister, aber das Spiel, wo wir damals gehabt haben, haben wir im ersten Drittel verloren. Da glaube ich, haben wir 4 oder 5-0 am ersten Drittel. Da waren wir aber, glaube ich, 18 Minuten in Unterzahl. So eine Spiele gibt es auch. Wir fahren am Freitag nach Kassel und versuchen alles, dass wir das Spiel zu gewinnen. Am Sonntag geht es dann gegen Bayreuth, die als Aufsteiger, würde ich mal sagen, eine überragende Runde bisher spielen. Und auch vor allem zu Hause natürlich eine richtige Macht sind. Auswärts nicht ganz so gut, aber trotzdem natürlich ein Gegner, der einem alles abverlangt. Ja, aber ich muss sagen, Bayreuth ist zu Recht, die stehen da, wo sie stehen, weil die sehr ehrliches Eishockey, hart arbeitendes Eishockey spielen, junge Spieler drin, die in der Saison besser geworden sind und ja, wäre eine harte Aufgabe, harte Nuss, weil das eben, man sieht, die können jeden schlagen. Die haben zum Beispiel vor 3 Wochen in Kassel 1-0 gewonnen, also so auswärts schwach sind sie dann auch doch nicht. Aber wie gesagt, ja, wir gehen wie ein jedes Spiel ran und wir wollen natürlich unbedingt gewinnen am Sonntag. Max, auch an dich die Frage, erstmal Richtung Kassel. Was muss da alles passen, dass man punkten kann?
Ja, also es ist nicht mehr so wie letztes Jahr, dass man eigentlich nach Kassel hochgefahren ist und wusste, da gibt es zu wenig zu holen. Dieses Jahr sind die nicht so konstant, haben einfach auch im Tor ein bisschen Probleme, was man so mitkriegt. Und mei, wir haben die schon geschlagen, Kassel, und deswegen denke ich, wir können da mit einem guten Gefühl hinfahren und wir sind gut drauf, deswegen denke ich, das könnte klappen. Am Sonntag dann Bayreuth, habt ihr die drei bisherigen Spiele habt ihr gewonnen gegen Bayreuth. Trotz alledem wird es wahrscheinlich eine richtig schwere Aufgabe, wo ja aber vielleicht auch ein sehr wichtiges Spiel ist, weil es doch irgendwo noch ein Konkurrent ist. Ja, es wird absolut ein harter Kampf. Natürlich wollen wir die auch in der Tabelle hinter uns lassen, da ist auch noch eng. Und was halt zu bedenken ist, mein Bayreuth, weil wir haben gewonnen gegen die dreimal und ich denke, da sollten wir auch ein viertes Mal gewinnen. Mit den Fans hier im Nacken soll das eigentlich kein Problem sein am Sonntag. Danke, Max. Gibt's Fragen? Ja, Herr Bockmann, ich glaube, spielerisch kann man Ihrer Mannschaft gerade keinen großen Vorwurf machen. Das läuft, glaube ich, gut. Ich fand nur ein Zitat von Florian Thomas ganz interessant. Der meinte, nach Freiburg im Powerplay wäre gerade ein bisschen der Wurm drinnen. Würden Sie dem so zustimmen oder würden Sie sagen, naja, gegen Freiburg lief es halt mal nicht so gut, das kann passieren? Wenn ich verliere und im Powerplay kein Tor schieße, ist es einfach noch ohne sonst Powerplay funktioniert nicht. Im Endeffekt spielen wir haben Spiele gewonnen ohne Powerplay-Tore, wir haben Spiele mit Powerplay-Tore gewonnen. Es ist halt so, das ist in der ganzen Liga, die absoluten Top-Mannschaften. Bittigheim hat am Anfang 35% gehabt, die waren einmal unten auf 21% mit den besten Spielern der Liga. Das ist halt eben so. Powerplay, meiner Meinung nach, ist nicht so schlecht. Es ist nicht effektiv, wenn man keine Tore schießen. Aber mei, solange dass man Chancen hat und alles, man muss daran glauben und dann werden auch die Tore wieder kommen. Beim Simon Schütz, wie sieht es da aus? Man hört, dass er nicht mehr so oft in Kaufbeuren spielen wird. Können Sie da schon irgendwas sagen? Nein, kann ich nichts Genaueres sagen. Das entscheidet Ingolstadt. Wir haben auch ein paar angeschlagene Spieler und ja, wir warten natürlich, was die sagen, wie die entscheiden und wir können in dem Sinne nichts machen. Wir können nur hoffen, dass wir kriegen. Zurzeit schaut es nicht so aus. Jetzt hat er ein paar Spiele als Verteidiger gespielt. Das letzte Spiel zwar wieder als Stürmer und wie gesagt, Ingolstadt hat natürlich auch einige Verletzte und die versuchen natürlich auch mit 4 Sturmreihen und 7 Verteidiger zu spielen. Bei Schmidt-Peter sieht es so aus, dass die Saison vielleicht vorbei ist. Kann man da irgendwas sagen oder ist das auch noch offen? Ja, habe ich auch nur gehört. Das ist zu weit weg. Es hat geheißen, dass er eine Entzündung wieder hat. Und die Tendenz ist eher, dass es nicht so gut ausschaut wie heuer. Aber genauer, das weiß ich auch nicht. Dankeschön. Bitte. Sonst keine Fragen? Dann darf ich mich recht herzlich für die Zeit bedanken und unserer Mannschaft natürlich viel Erfolg am Wochenende. Danke.